Hallo, liebe Leute. Willkommen wieder bei BBM in der Werkstatt. Heute haben wir zu Gast ein Mercedes, ein Cabrio. Ein kleines, niedliches Sommerauto mit, was hatte der jetzt, 475 PS? Ich glaube, ja. Es ist ein C63 AMG Cabrio und ich finde das Ding geil. Der ist nur noch ein bisschen hoch. Und darum kümmern wir uns, genau um diesen Bereich. Der Rest des Autos ist heute eigentlich egal. Alles, was zählt, ist dieser Bereich, weil der soll weg. Ja, der Kunde möchte das Ding ganz gerne tiefer gelegt haben mit Gewindefedern. Das heißt, dass andere Federn eingebaut werden, die aber in der Höhe verstellbar sind. Das Ganze sieht so aus. Könnte man sich eigentlich auch als Kunst irgendwie ins Wohnzimmer stellen oder irgendwie in einer Gallery of Modern Art, irgendwo könnte das genauso stehen, finde ich. Feder, wisst ihr, wie das aussieht? Und hier haben wir eben den Federteller unten und darüber können wir schön die Höhe... Oh, wie smooth das geht. Kannst du eben beliebig einstellen. Ja, wir predigen ja sonst immer, keine Federn verbauen. Aber bei so einem Koffer, ne, eigentlich haben die fast alle diese elektronischen Fahrwerke. Das heißt, Komfort und Sport oder Sport Plus kannst du alles über das Fahrwerk einstellen. Dementsprechend wird das ein bisschen härter. Diese Funktion bleibt eben erhalten. Weil wenn wir jetzt einfach ein KW-Gewindefahrwerk, irgendwie in Variante 3 oder ein Clubsport, da reinbauen würden, wird diese Funktion ja nicht mehr bestehen. Und das ist ja auch ein Cabrio und man will ja auch ab und zu mal ein bisschen gemütlicher fahren. Deswegen kann man weiterhin auf Komfort stellen oder auf Sport stellen und hat trotzdem eine schöne Tiefe. Und die Dämpfer, gerade bei so einem Auto, die machen das auf jeden Fall locker mit. Und der hat auch gerade, glaube ich, mal 500 Kilometer gelaufen. Also der ist wirklich noch brandfrisch. Ja, und heute wird es auch passend warm. Ne? Es wird so irgendwas knapp 30 Grad Cabrio. 30 Grad Cabrio, kurze Hose. Seid dabei. Bist du dabei, Robert? Ja, bin ich dabei, ne? Bist du dabei? Erstmal einen Kaffee holen und dann anfangen? Oder direkt anfangen, sonst wird es hier gleich schon so warm. Recht du hast. Ja, anfangen. Bevor wir anfangen, müssen wir uns mal kurz dem hier widmen. Schon gesehen? Ist das schön? Es ist der neue 4 Liter Biturbo, der auch quasi baugleich im AMG GTS sitzt. Schon geil, ne? Motorhaube machst du auf und dich lachen direkt die beiden Turbos in der Mitte an. Und das ist schon ein bäriges Teil. Wer hat ihn gebaut? Philipp Becker hat ihn gebaut. Philipp Becker, Grüße auch an dich. Ne? Ulkig, ne? So, jetzt kann ich euch mal den Vergleich zeigen von den Serienfedern.
mal wieder zusammenbauen, so wie es eigentlich gehört. So ungefähr. So. Nur, dass das jetzt eigentlich andersrum ist, nur jetzt schwierig festzuhalten mit einer Hand. Ja, Serienteller unten, Feder, Serienteller oben. Das Ganze ist bei KW etwas anders. Da habt ihr den Teller unten, sieht schon etwas anders aus. Dann kommt die Vorspannfeder, Zwischenring, die Hauptfeder und die Verstelleinheit. Das heißt, die ganzen anderen Halter und Domlager fallen weg. Eigentlich, wenn man die Anleitung sich durchliest, selbsterklärend und easy zu montieren. Also wenn man nicht ganz zwei linke Hände hat. Das Schöne ist eben, man kann jetzt hier die Höhe einstellen. Ich habe jetzt hier mal ein Maß von 30 genommen auf der anderen Seite. Genau, und jetzt können wir das Ganze wieder zusammenstecken, rein, Hinterachse zusammen und dann vorne gucken. Anstrengend bei der Wärme. So, das ist das vordere Federbein und das nehmen wir jetzt mit zur Werkbank. Ja, das andere liegt hier auch schon und jetzt tauschen wir diesen ganzen oberen Bereich hier, also unteren Federteller, Feder und obere Domlager und eben den Anschlagpfeffer. Das wird alles gegen dieses farbenfrohe, höhenverstellbare, geile System von KW ausgetauscht. Schleimig? Nee, oder? Das sind wirklich schöne Sachen, oder? Ja, und hier haben wir es jetzt quasi in zusammengebauter Form. Haben wir das alte mit der einfachen Feder und hier haben wir jetzt die neue KW-Gewindevariante. Können wir das eigentlich, jetzt habe ich es erstmal zum Zusammengebauen ganz runtergestellt. Kann man jetzt natürlich einfach mit dem Verstellschlüssel beliebig wieder hochdrehen. Klar, jetzt machen wir die Seite noch fertig und dann bauen wir es ein. So, wir sind soweit. Die Höhe habe ich jetzt so eingestellt, während ihr nicht da wart. Ein bisschen rauf runter, bis man so das richtige Maß gefunden hat, weil der Kunde hat mir ein paar Vorgaben gegeben. Ja, und wie das Ganze jetzt aussieht, wie das runter geht, wie das steht, das zeigen wir euch jetzt. Wenn er jetzt gleich ein bisschen gerollt ist und sich das alles einmal gesetzt hat, ist er ungefähr noch einen Zentimeter tiefer. Der Kunde hat mir vorgegeben, dass er ungefähr 30 mm tiefer haben will als Serie. Ja, das kommt dem eigentlich ziemlich nahe. Ich würde sagen, sehen wir uns gleich beim Carporn wieder. Robert? Ja, so ein bisschen was, ne, bei dem guten Wetter. Alter, guck mal draußen, ey. Was ist ein Wetter? Es ist warm. Komm, wir machen fertig und dann Carporn.
So, ja, das war's zum C63 AMG. Wenn ihr sowas auch haben wollt, ruft uns an, schreibt uns eine Mail. Dieses Gewindefedernsatz gibt es auch für viele andere Fahrzeuge. Ja, ich würde sagen, Robert und ich holen uns jetzt ein Eis. Und euch bis zum nächsten Mal.